Verehrte Teilnehmer und Gäste, wir zeigen jetzt zur Einstimmung auf unsere Festveranstaltung Ausschnitte aus dem berühmten Revolutionsfilm Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Potjomkin. Der auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel zum besten Film aller Zeiten gekürt wurde. Seine Uraufführung erfolgte am 21. Dezember 1925 im Bolschoi-Theater zum 20. Jahrestag der russischen Revolution von 1905. Er löste überall Begeisterung aus und fand in vielen Ländern seine Anhänger. Ein neuer Filmstil war geboren. Der Film beruht auf historischen Tatsachen aus dem Jahr 1905 und ist mit fiktiven Szenen zu einem eindrucksvollen Kunstwerk verschmolzen. Eine bis dahin unbekannte Rhythmik und Dynamik des Schnitts macht diesen Film zu einem besonders eindringlichen Werk, zu dem Revolutionsfilm. Später unterlegte man diesen Stummfilm mit musikalischen Werken berühmter Komponisten wie Beethoven, Tschaikowski, Schostakowitsch und anderen. Ein paar Worte zur russischen Revolution 1905. Es ist lange her, dass wir das einmal gelernt haben. Ereignisse, die den Widerstand gegen das Zarenregime in den Jahren 1905 bis 1907 umfassen, bezeichnet man als Fünferrevolution. Ausgelöst wurde die revolutionäre Stimmung insbesondere durch zwei den meisten bekannte Ereignisse. Erstens den Blutsonntag in Petersburg. Zehntausende, in anderen Quellen 200.000, begaben sich am 21. Januar 1905 auf den Platz vor dem Winterpalais, um ihre Forderung dem Zaren in Form einer Petition, einer Bittschrift vorzubringen. Der Zar ließ die Demonstranten zusammenschießen mit dem Ergebnis von mehr als 200 Toten, nach anderen Quellen bis zu 1000 Toten. Die Mär vom väterlichen Zar war für alle Zeit ausgeträumt. Zweitens die totale Niederlage der russischen Flotte im russisch-japanischen Krieg. In zwei großen Schlachten verlor Russland nahezu seine gesamte Flotte. Dieser Krieg überstieg die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Zarenreichs. Russland war pleite. Die Verelendung nahm zu und der Widerstand brach aus. Das politische Leben radikalisierte sich, überall kochte es. Mitte Juni 1905 verweigerte die Besatzung des Panzerkreuzers Potjomkin das Essen. Wer den Film gesehen hat, sich noch erinnern kann, Würmer im Suppenfleisch. Nach versuchter Erzwingung der Esseneinnahme durch den Kommandanten mit dem treffenden Spitznamen der Drache, verweigert das Erschießungskommando den Befehl und solidarisiert sich mit der Besatzung. Die Besatzung entmachtet die Offiziere, übernimmt das Schiff, setzt die rote Fahne. Generalsteig im Hafen und der Stadt Odessa. Der Zar schickt seine Soldaten, die die Streikenden und Demonstranten zusammenschießen. Potjomkin kann in Odessa nicht mehr versorgt werden. Man entschließt sich, Rumänien anzulaufen, um die Vorräte aufzufrischen. Die rumänische Regierung verweigert die Hilfe. Nach Verbrauch der Kohlevorräte ergibt sich die Besatzung und wird interniert. Später erfolgt eine Auslieferung an Russland, viele Todesurteile und langjährige Zwangsarbeit sind die Folge. So in etwa ist der historische Hintergrund. Nun aber wollen wir den Film auf uns wirken lassen. Film ab! Thank you.
vor 93 Jahren nach gregorianischem Kalender eröffnete die Aurora mit ihren Schüssen ein neues Zeitalter. Ein Jahr später, fast genau auf den Tag, gab es den Aufstand der Flotte in Kiel. Meine Aufgabe ist es, zum Thema die Volksmarine-Division in den Kämpfen während der Novemberrevolution 1918 in Berlin einige Ausführungen zu machen. Das Entstehen einer revolutionären Krise in Deutschland war eine Folge des Verlaufs und der sich abzeichnenden Niederlage des deutschen Imperialismus und seiner Verbündeten am Ende des Ersten Weltkriegs. Mit dem Eintritt der USA in den Krieg im April 1917 war eine Vorentscheidung getroffen. An diesem Krieg beteiligten sich letztlich 32 Staaten. Er forderte bisher unbekannte und unvorstellbare Opfer an Menschenleben. Circa 10 Millionen Tote und 20 Millionen Verwundete. 8 Millionen Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Die zivilen Opfer werden nach verschiedenen Quellen auf circa 7 Millionen geschätzt. Allein für Deutschland wird eine Zahl von 700.000 Toten infolge permanenter Unterernährung angegeben. Gegen Kriegsende starben an der spanischen Grippe weitere Millionen. Die Kriegskosten für die Jahre 1914 bis 18 hat eine Sonderkommission mit 956 Milliarden Goldmark berechnet. Auf Deutschland entfielen 146 Milliarden. Die Reichsschuld betrug am Ende des Krieges 145 Milliarden Goldmark. Matrosen verschiedener Einheiten formierten sich, stürmten Waffenkammern und bewaffneten sich. Am Morgen des 4. November begann der Aufstand der Arbeiter in der Germania-Werft und in den Torpedowerkstätten. Die Arbeiter beschlossen, die Matrosenbewegung zu unterstützen. Endgültig fielen die Würfel durch die Vorgänge in den Kasernen in Kiel-Wiek. Dort waren die drei stärksten Marinedivisionen konzentriert. Alle Einheiten schlossen sich der revolutionären Bewegung an. Soldatenräte wurden gewählt. Erste Kampfschiffe wurden von revolutionären Matrosen übernommen. Nach der Befreiung der Inhaftierten zogen 10.000 Matrosen, Soldaten und Arbeiter durch die Stadt. Am Abend befand sich Kiel in der Hand der Matrosen, Soldaten und Arbeiter. Der provisorische Soldatenrat aller Kieler Truppen verkündete: Unsere Schicksalsstunde hat geschlagen, die Macht ist in unserer Hand. Ich danke Ihnen. Werte Teilnehmer, wir zeigen jetzt einen nur wenigen bekannten Film über die Flottenparade am 4. November 1960 im Greifswalder Bodden.